Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Gamers Go Makers. Und ja, ein paar haben sich auf jeden Fall dafür interessiert. Wahrscheinlich ein paar alte Game Dev Tycoon Hasen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir hier jetzt mit Schiffe versenken ein bisschen noch was reinholen können. Und vielleicht kann der Taldo hier noch was. Nee, lernen kann er gerade nicht. Wir könnten höchstens ein neues Projekt starten. Ancient Games coming up. Okay, was haben wir denn? Okay, das wollen wir also mal machen. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen nach oben da. Wir starten ein neues Projekt. Ancient Games. Was ist denn bitte Ancient Games? Also, gucken, hat das irgendwas mit... Ich habe keine Ahnung, was soll das denn sein? Was sind denn hier so historische Spiele oder was? Adventure? Keine Ahnung. Da gucken wir mal. Also wir haben jetzt 112k. Ich will nicht gleich alles wieder auf den Kopf hauen. Das heißt, wir machen weiter mit dem Commodore. So, und das hier ist Adventure. Wir haben zuletzt, glaube ich, ein Adventure gemacht, oder? Strategy Ancient Games. Was ist denn das? Das ist ein Ancient Racing Adventure. Ja, also einfach, ich vermute einfach mal, dass wir da gleich noch einen passenden Titel uns irgendwie ausdenken müssen. Keine Ahnung, was wir hier drücke? Story Elves. Left Ancient Treasure. Okay. Na denn, machen wir das mal. Hauen wir hier mal rein. Und Adventure haben wir schon mal gemacht, genau. Dann haben wir 75% so bekommen. Choose Previous Setting. Ist eigentlich nicht verkehrt. Jetzt hätte ich mir nur noch merken müssen, was da noch ein bisschen der Fehler war. Ich glaube, dass wir da ein bisschen besser machen hätten können. Grafik oder so? So, Grafik und Sound vielleicht? Da fehlt uns noch ein bisschen was. Okay, machen wir es mal. Vielleicht brauchen wir bald nochmal neue Mitarbeiter. Gucken wir mal. So, Geld kommt jetzt auch rein. Left Ancient Treasure. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Wir kriegen nur ein paar Hinweise. Okay. Ancient. Okay. Cool. So, wir machen hier mal ein bisschen rein. 20k Story-Budget. Deutschland. Japan vielleicht noch. Oh, ist ein bisschen viel, ne? Deutschland und Dings. Okay. Gucken. Das ist schon zu viel, wa? Weiß nicht, warum es dann rot wird. Vermutlich einfach zu viel des Guten. So, machen wir es mal so. Okay, hauen wir alles mal rein. Da wird halt ein bisschen rumgeknutscht bei diesem Ancient Treasure. Kann ja sein, weiß man alles nicht. Steckt man nicht drin. Okay, Start. Und jetzt haut er rein. Und wir hoffen natürlich, Adventure Game. Aha. Simple AI können wir erforschen, aber jetzt nicht, während wir das hier machen. Okay. Also die Verkäufe sind natürlich richtig gut. Ihr seht, bei 75% war das schon mal gar nicht schlecht. Schöner wäre es vielleicht noch gewesen, wenn wir ein bisschen besser als 75 bekommen hätten, ne? So, der Atari 5200 kommt jetzt auf den Markt. Okay, mit 256 Farben, also 8-Bit. Interessant. Der eine oder andere hat gesagt, das ist ja Game Dev Tycoon. Ne, einer war es, glaube ich. Genau, einer war es. Der meinte, das ist ja, sieht aus wie Game Dev Tycoon, nur in hässlich. Und Marketing ist nun available, okay. In hässlich, das stimmt nicht. Also, ich glaube, das hier haben sie alles geklaut. Das haben sie exakt geklaut beim Spiel oder vielleicht auch nicht geklaut. Ne, also, das weiß man halt nicht. Es ist auf jeden Fall sehr stark inspiriert. Aber doch, es hat ganz andere Eigenschaften. Es spielt sich im Prinzip, finde ich persönlich, ganz anders als Game Dev Tycoon. Und hat auch ganz andere... Es geht irgendwie für mich gesehen tiefer, weil man viel mehr machen kann. Als bei Game Dev Tycoon, das war ein bisschen einfacher. So, ich gehe hier ein bisschen auf Random. Ja, so, zack. Nehmen wir das. Also ich denke mal, das Spiel hier ist ganz anders und ich habe auch noch nicht so richtig den Dreh raus. Also von daher ist das super für mich. Das ist was anderes als Game Dev Tycoon und von daher super. Es sieht natürlich genauso aus. Ist hier von der Dicke und so weiter. Der Wände, es sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Ja, das stimmt wohl. So, hier mit Gameplay sind wir schon fast auf Level 3. Das ist cool. Hier für Commodore 2 Adventure-Spiele haben wir gemacht. Und jetzt könnten wir Marketing machen. Magazin. Ja, den Preis lassen wir mal auf 20. Finde ich okay. So, das Spiel ist vom Markt. Leider ist das immer nur 90 Tage da, aber sonst hätten wir wahrscheinlich auch zu viel Geld.
Okay, New Record Sale, okay. Mm. Since your last game was in this genre, your fans had high expectations that you could not meet. This is reflected in the sale figure. This game has a good mix of violence, explicit language and sexual content, okay. Strategy Utility Game seems quite popular for Commodore. Aha. Also, hier kriegen wir halt so ein paar Hinweise. Strategie und Commodore ist gut. Okay. Und der Content von der Sprache her, das war perfekt. Relativ hier nicht, also die hätten, die Deutschen haben gesagt, ist schon ein bisschen zu viel Gewalt. Okay. Die Franzosen auch, die Japaner mehr. Okay. Ich denke mal, das ist okay gewesen. Die haben 70 Fans auch schon, das ist gut, ne? Wir haben ein Review. Okay, drücken wir die Daumen. Oh! Oh, das ist richtig gut, was? 76%. Mann, Mann, Mann. Schade, Sound und Grafik hätten noch ein bisschen besser sein können. Certain areas and effects are visually impressive. Also bestimmte Gebiete und Effekte sind visuell sehr, sehr beeindruckend. Cooler Sound. Past and present choices impact the game in wonderful, unexpected ways. Also frühere und auch aktuelle Entscheidungen haben Einfluss auf das Spiel. Schöne Dungeon mit cleveren Mechaniken und charming Characters und Dialoge. Keine Cons. Oh, das ist gut. So, dann machst du hier mal Train. Damit du noch besser wirst. Sehr cool. Ich hoffe, wir verkaufen jetzt richtig viel. Und ihr seht, 9K kriegen wir hier. Alter Finne. Richtig gut. Das ist schön. Das ist richtig schön. Und Level 3, wie ich gerade gesehen habe. Oh, schick. Wir kriegen jetzt 9K. Oh, Mann. Das gibt richtig Asche. Das geht ab. Und das jetzt hier noch die paar Tage, ne? Also 70 Tage noch. Da kriegen wir schön Geld und könnten eventuell bald neue Leute. 11K Units, Mann, Mann, Mann. Neue Leute vielleicht engagieren. So. Sonst haben wir nichts. Was gibt's noch? New Training is available. There's light trend for action. Shoot 'em up games coming up. Okay. Das war am 1.4. Also vermutlich jetzt nicht mehr. Weiß man das? Weiß ich nicht genau. Ich mag gerne auf dem Commodore arbeiten. Battle of Heart, ja. Sehr cool. Und AI ist ja auch praktisch. Denke ich mal. So, wir brauchen AI, wir brauchen Grafik und Sound. Game Engine. So vielleicht. Wir brauchen nicht so viel von dem Game Writing. Level Design, ja. Mhm. Gameplay. So würde ich das. Ich würde das hier mehr fokussieren. Denke ich mal. Sound und Content, damit das halt gut aussieht. Ja, ich denke mal, das passt schon so. Gucken wir einfach mal. Wir wissen es ja noch nicht, ob das wirklich so läuft. Und das Geld fließt ja hier gerade fett rein, wa? Story. Was wollen wir denn da mal nehmen? Military. Zombie, Undercover. Das ist halt auch anders als bei Game Dev Tycoon. Hier hat man von Anfang an alles mögliche, was es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so gibt. So, History Fiction. Military. SWAT. Pirates. Nehmen wir Military. Shooter Map, oder? Ja. In Deutsch auch gerne. Französisch. Alle, 14K, kostet ja nichts. So, Story, da wollen wir auch ein bisschen was rein investieren. 30K. Das erwartet man beim Shoot'em'up eigentlich. So. Und da erwartet man nicht so viel davon. Vielleicht so ein bisschen. Ich denke mal, das ist okay. Und dann hauen wir jetzt mal rein. Das Geld, ja doch, da kommt ordentlich was dazu noch. Also haben wir gar nicht mal verkehrt gemacht bisher. Wa? Sieht echt gut aus. Battle of Heart. Eigentlich hätte hier Herz stehen müssen. Also Heart, das wäre auch cool gewesen. Kampf der Herzen. Das wäre cool. Okay. So, Market Share. Ja. Da haben wir noch nichts so gemacht, ne? Aber der Commodore hat halt am meisten auch so. 20.000, meine Güte. Hat auch schon so am meisten Marktshare, ne? Also von daher. Project History. Hier können wir unsere Dinge mal ansehen. Ihr seht, richtig viel Profit haben wir gemacht mit Left Ancient Treasure. Schiffe versenken, ja, auch nicht schlecht.
Also 78% hatte hier Schiffe versenken. Ah, gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Weltkarte, da sehen wir unsere Konkurrenten. So, was die so alles machen, die haben schon Spiele gemacht mit 92%. Also wie macht man denn das? Hier 75, keine Ahnung. Hard Hitters, ich habe erst Hitlers gelesen. ja, okay. Ist richtig, Otaldo, ist richtig. So, gleich hier 52%. Oh, das dauert ja richtig lange. 400k. Was haben wir denn sonst hier noch? Competitors. Game Market. Balance. Da sehen wir, wie viel wir so haben. 1980, 81. Total, also richtig viel. Okay. So, das Spiel ist jetzt vom Markt. Neuer Rekord, das ist auf jeden Fall richtig. Da hätte sogar mehr Gewalt reingekonnt, krass. Okay, die Amerikaner, die mögen es gewalttätig, oder was? Hm. Okay, ganz komisch. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Battle Heart. Was nehmen wir denn da mal Schickes? Was ich irgendwie... So, keine Ahnung. Preis 4 Dollar. Ach, ist der... Ah, das macht keinen Unterschied, ja? Okay. Alles klar. 88, 89, 90, gleich haben wir es durch. Da bin ich mal gleich gespannt. Okay. Wir haben Reputation bekommen, dadurch, dass wir 5 Spiele hier auf den Commodore gemacht haben. Sehr cool. VZ20 Enthusiast. Ja. Level 3 Gameplay, das kennen wir. Sehr gut. Game Writing 277, sehr gut. So, Magazine natürlich, das muss rein. 18, da können wir ruhig mit 20 machen. Finde ich okay. So, Show Review. Okay, drücken wir die Daumen, dass es nicht ganz... Ah, ich habe das schon auf Grafik und so weiter reingehauen. Mann. More Attention, also wir brauchen einfach bessere... Ah, das ärgert mich. Ich habe voll viel auf Grafik gemacht. 4 habe ich auf Grafik gemacht. 3 auf Grafik. Hm. Komisch. Na gut. Dann müssen wir ein bisschen trainieren noch. Vielleicht hat das auch so ein bisschen Random-Effekt. Also, dass ich einfach schlecht programmiert habe, sozusagen. Könnte ja durchaus sein. Research, was haben wir hier? User Interface. Mhm. So, wir machen ein neues Projekt. Und ich denke mal, Shoot 'em Up Games Trend has died out. Okay. Samurai. Wisst ihr was? Wir machen wieder ein Adventure. Weil wir es schon mal gemacht haben. Und wir sind irgendwie die Adventure-Typen. Adventures of Abalone. Myst. Fabulous. Adventurion. Ja, warum nicht? Da spielt man eine hübsche, fabulöse Abenteurerin. So, Previous Setting. Wir brauchen kein AI, kein User Interface. Wir haben sogar noch 2 Punkte übrig. Jetzt muss ich überlegen, worauf sollten wir noch mehr Wert legen? Das war allgemein ja gar nicht schlecht, ne? Wurde da gesagt. Hm. Adventure, vielleicht sogar hier. Sound nicht so mega wichtig. Wenn wir Adventure AI... User Interface. Okay, machen wir das so. Mal gucken. Fabulous. Alle 100.000. Nee, sehe ich gar nicht ein. Hm, so vielleicht. So, bei Adventure, da kann sowas gerne mal rein. So, und wir wollen natürlich eine Story wählen. Und zwar Fabulous. Was haben wir denn da? Time Travel, Undercover, Roman Empire, Modern Times, ich weiß noch nicht. Heroes, Helden, nee. Fantasy Adventure, sowas zum Beispiel. Cyber Detective, Detective Adventure, Fabulous, Barock. Okay.
Detective. Ich finde Detective irgendwie cool. Gerne. So, zack, 30. Okay, haben wir rein. Kostet natürlich ein bisschen was, aber ja, wird schon passen. Wir kriegen ja auch wieder Geld rein. Nicht so viel, das Spiel geht nicht so ab. Eben hatten wir irgendwie über 20.000 verkaufte Spiele und hier Battle of Heart. Tja, eher schlecht als recht. Wir können gerade damit so unsere Kosten decken. Hat auch eine ganz schlechte Bewertung bekommen. Na gut. Na gut, na gut. So. Oh ja. Fabulous. Vielleicht mal in Gold oder so? Müssen wir das hier nehmen? Irgendwas richtig Schickes. Hier ist... Ach, keine Ahnung. Irgendwie so. Ja. $5 kostet das jetzt. Das Cover. Wir haben 14.000 Profit gemacht. Okay. So, es ist teilweise ein bisschen schwierig, aber es war wohl okay. Wir müssen hier nur aufpassen mit den mit sehr viel Gewalt und sowas. Das wird nachher gebannt und so, ne? Da muss man echt sehr, sehr aufpassen. Sinclair ZZ Spectrum, was auch immer das ist. Ist die Sinclair Answer to Commodore. Aha. Ist das also ein Amiga oder was? Ist das Amiga? Weiß es nicht genau. Also drittes Adventure-Spiel. Otaldo Game Designer Level 1. Ja. Okay. Magazine und Radio-Ads. Und wir machen den Preis mal auf 20, ja. Kein Trend, kein Trend. Marktleader. Okay. Review. Okay, drücken uns die Daumen. Ich hoffe, es ist okay. Ah, User Interface. Ah, Mist. Ich habe da zwei Punkte draufgehauen. Inconsistent, overly aggressive AI. Aha, Combat Controls are confusing and generally feel ineffective. Okay. AI und User Interface. Darauf muss ich achten beim nächsten Adventure. Ich denke, wir hauen nur Adventures erstmal raus. Wir sind so eine Adventure-Spiele-Schmiede. So, noch etwas researchen, Gamescripting. Und dann müssen wir noch mehr auf Sachen achten. Das finde ich ätzend. Okay, gut, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüssikowski.